Weltuntergangsstimmung in Ganderke See. Ein Gewitter mit Starkregen und Böen sorgte am Mittwochnachmittag für einen Ausnahmezustand in weiten Teilen der Gemeinde. Besonders betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr der Ort Ganderke See sowie Elmelo und Heuenkamp. Besonders hart traf es die AWO-Begegnungsstätte am Brünningweg. Dort floss das Wasser wie ein Sturzbach von der Straße ins Gebäude. Innerhalb kurzer Zeit standen Keller und Untergeschoss unter Wasser. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des Sachschadens konnten weder Feuerwehr noch Polizei Angaben machen.